Also in meiner Beobachtung ist es tatsächlich so, dass die wenigsten Leute den Kontext ihres Erlebens kennen. Das heißt, die kommen für sich gar nicht auf die Idee, dass sie traumatisiert sein könnten, weil sie eben mit Trauma ein Schocktrauma assoziieren. Und dann denken sie, naja, ich wurde nie überfallen, mir ist auch nie das Dach meines Hauses auf den Kopf gekracht, ich kann unmöglich traumatisiert sein. Und wenn diese Menschen nicht wissen, dass für sie Trauma eine Rolle spielt, dann ist es einfach nicht so leicht, aus der Leidensgeschichte rauszukommen, einfach weil man nicht weiß, wo man ansetzen soll. In meiner Praxis ist es ganz deutlich so, dass wenn ich den Menschen nachvollziehbar mache, dass sie entwicklungs- und bindungstraumatisiert sind, das ist für viele tatsächlich wie eine Offenbarung, weil sie endlich die Puzzleteilchen zusammenkriegen, die sie teilweise schon sehr lange versuchen zu ordnen und es ist ihnen nicht gelungen, vollständig ins Leben zu kommen. Und ich würde tatsächlich gerne zu meinem Werdegang noch sagen, dass ich schon lange in meiner Praxis arbeite, aber bis ich auf die Polyvagaltheorie gekommen bin, wieder so ein schwieriges, langes Wort, habe ich klassisch gearbeitet. Das heißt, ich habe sehr auf Kognition gesetzt, ich habe Elemente aus der Psychotherapie, aus der Verhaltenstherapie benutzt und ich habe gemerkt, dass ich mich anstrenge und dass ich auch gut ausgebildet bin und mich auch gut weiterbilde und dass auch meine Klienten sich angestrengt haben und auch alles gegeben haben, aber dass es irgendwie nicht so richtig vorangekommen ist. Es war zäh. Und ich habe nie so richtig verstanden, woran das liegt und fand es auch traurig und frustrierend, gerade weil ich gesehen habe, wie groß die Mühe auf beiden Seiten war. Und das heißt also, dass man trotz Erkenntnisse bestimmte Dinge nicht ins Leben holen kann. Und die Polyvagaltheorie, die ist deswegen so revolutionär, also sie ist an sich revolutionär, weil es einfach eine großartige Arbeit ist von dem Stephen Porges, das ist der Begründer dieser Theorie, aber sie ist auch für meine Arbeit revolutionär, weil mit der Polyvagaltheorie das erste Mal es so deutlich gemacht wurde, dass das, was wir unser psychisches Erleben nennen, in Wirklichkeit Körperzustände sind. Das heißt, wenn man bisher diagnostiziert hat, Borderline, Burnout, alle möglichen Störungen, die diesem psychischen Formkreis zugeschrieben wurden, dann sind es in Wirklichkeit keine Probleme der Psyche, sondern es sind Körperkonstellationen. Und das ist eben tatsächlich das Revolutionäre an der Arbeit, weil man sagen könnte, und dieser Satz hat es wirklich in sich, aber ich finde ihn großartig, dieser Satz lautet in etwa wie folgt, ist nicht von mir, ist nur ein Zitat, unser körperlicher Zustand bestimmt das psychische Erleben der Welt. Und das ist ein Hammer, weil man aus der spirituellen Szene ja zum Beispiel hört, dass je nach den Gedanken, die wir denken, unsere Welt sich darstellt. Aber die Polyvagaltheorie hat bewiesen, dass dem nicht so ist. Man könnte das auch salopp so formulieren, wenn man sagt, wenn wir gesund sind, wenn es uns gut geht, wenn unser Körper reguliert ist, also das Nervensystem, dann erleben wir die Welt als freundlichen Ort. Und wenn unser Nervensystem in einer Dysregulation ist, als Folge von bestimmten Traumaerfahrungen, dann ist die Welt für uns ein unsicherer oder tendenziell sogar bedrohlicher Ort. So, ich glaube, das war eine ziemlich lange Antwort auf deine Frage. Ja, aber du hast jetzt auch schon einige wichtige Sachen auf jeden Fall angesprochen. Mhm. Ist das das, was du sagen würdest, dass die wichtigsten Punkte sind zu dieser Polyvagaltheorie? Das hast du gerade gesagt. Ja, ich glaube, so kann man die tatsächlich am besten zusammenfassen. Also dieser Begriff Polyvagaltheorie, der ist deshalb entstanden, oder Stephen Porges hat ihn deshalb benutzt, weil es bisher so gewesen ist, dass man diese beiden Antagonisten hatte, nämlich den Sympathikus und den Parasympathikus, dann also zwei. Und dann hat der Herr Dr. Porges aber gesehen, dass der parasympathische Zweig unseres Nervensystems eben seinerseits wieder aus zwei Zweigen besteht. Und das heißt Poly, also viel, und Vagus, der teilt sich, so ist dieses Wort gekommen, Polyvagaltheorie. Und in der Tat lässt sie sich so zusammenfassen, dass unser Körper der Schlüssel ist und dass mit der Regulation unseres Körpers unsere Wahrnehmung von der Welt abhängig ist. Okay. Du hast auch schon gesagt, dass Traumata ein riesiges Feld sind in deiner täglichen Arbeit. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was gibt es für Arten, kurz und knapp, und auch, was deine Erfahrung ist, wie viele Menschen davon betroffen sind, wenn wir jetzt einfach mal bei uns in Deutschland davon ausgehen. Genau. Also es gibt ganz, 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 ganz viele Arten von Trauma und auch je nach unterschiedlicher Schule unterteilt man dann nochmal, ich fasse jetzt mal so grob die bekanntesten oder die relevantesten Arten zusammen. Da könnte man sagen, es ist einmal das sogenannte Schocktrauma. Und das ist auch das, was die meisten Menschen, die mit der Materie nicht so vertraut sind,
mit Trauma assoziieren. Und ein Schocktrauma ist ein Monotrauma, das heißt ein einmaliges Erleben, dessen Anfang, dessen Verlauf und dessen Ende man genau wiedergeben kann. Es geschieht also ein einziges Mal und es hat eine überwältigende Kraft. Viele Menschen, die Schocktrauma erleiden, sagen, dass ihr Leben danach nicht mehr so war, wie es vorher war. Und ein Schocktrauma oder Beispiele für Schocktrauma sind zum Beispiel ein Flugzeugabsturz, eine Naturkatastrophe, der Tod eines nahen Wesens, egal ob Mensch oder Tier, ein Raubüberfall, sowas in der Art, also was einmalig und eine entscheidende Wende im Leben gibt. So, und dann gibt es Entwicklungs- und Bindungstrauma. Und das ist das, wo ich dir gerne sagen mag, wie viele Menschen davon betroffen sind in unserer Gesellschaft, nämlich alle. Also alle klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu absolut, aber ich würde sagen nahezu alle und selbstverständlich in unterschiedlichen Schattierungen. Und Bindungs- und Entwicklungstrauma kann man sich vielleicht so vorstellen, dass ein Kind, wenn es von seinen Eltern nicht zu 100% so geliebt wird, wie es ist, sondern wenn es erlebt, dass es so, wie es ist, nicht gut genug ist, sondern in bestimmte Formen reinpassen soll, das sind Bindungs- und Entwicklungstraumata. Dann gibt es noch transgenerationale Traumata, was nichts anderes bedeutet, als dass die Traumata von Generation zu Generation ungelöst weitergegeben werden. So, ich glaube, wenn wir diese haben, dann haben wir eigentlich einen ganz guten Überblick, welche Traumata bei uns eine Rolle spielen. Ja, auf jeden Fall. Und du hast ja gesagt, die Bindungs- und Entwicklungstraumata, dass da eigentlich so gut wie jeder betroffen ist. Aber es gibt dann wahrscheinlich auch einige, die das wissen, dass sie das haben und dass sie das erfolgreich sozusagen auflösen konnten mit diesen Methoden oder mit diesen Verfahren, über die wir auch noch sprechen werden. Aber das ist wahrscheinlich die absolute Minderheit, weil es auch noch ein sehr unbekanntes Thema ist, oder? Da sagst du was ganz genau. Also in meiner Beobachtung ist es tatsächlich so, dass die wenigsten Leute den Kontext ihres Erlebens kennen. Das heißt, die kommen für sich gar nicht auf die Idee, dass sie traumatisiert sein könnten, weil sie eben mit Trauma ein Schocktrauma assoziieren. Und dann denken sie, naja, ich wurde nie überfallen, mir ist auch nie das Dach meines Hauses auf den Kopf gekracht, ich kann unmöglich traumatisiert sein. Und wenn diese Menschen nicht wissen, dass für sie Trauma eine Rolle spielt, dann ist es einfach nicht so leicht, aus der Leidensgeschichte rauszukommen, einfach weil man nicht weiß, wo man ansetzen soll. Deswegen finde ich es auch immer so wichtig, dass man den Kontext kennt, in dem man sich bewegt. Denn wenn man den Kontext hat, dann hat man auch Möglichkeiten und Wege, Lösungen zu erarbeiten. Und für viele, also in meiner Praxis ist es ganz deutlich so, dass wenn ich den Menschen nachvollziehbar mache, dass sie entwicklungs- und bindungstraumatisiert sind, das ist für viele tatsächlich wie eine Offenbarung, weil sie endlich die Puzzleteilchen zusammenkriegen, die sie teilweise schon sehr lange versuchen zu ordnen und es ist ihnen nicht gelungen, ein vollständiges Bild zu bekommen. Mhm. Und das mag ich gerade vielleicht auch noch anfügen, wenn ich so vollmundig gesagt habe, in unserer Gesellschaft sind alle, dann hat das nicht unbedingt was mit roher Gewalt zu tun, diese Traumatisierung. Das muss auch nicht was mit definitiver emotionaler Vernachlässigung zu tun haben. Das kann ganz leicht funktionieren, so dass niemand überhaupt auf die Idee kommen würde, dass hier Traumawunden entstehen. Und zwar einfach deshalb, weil unser Gesellschaftssystem eine bestimmte Ausrichtung hat. In unserem Gesellschaftssystem ist alles hoch bepunktet, was mit Karriere, mit Geld, mit äußerem Ansehen und mit Macht zu tun hat. Das heißt, wenn man in unserer Gesellschaft etwas werden will, dann muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und ein Kind, das so aufwächst, dass es bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss und andere Seinszüge, die ihm ureigen sind, nicht leben darf, erfährt eine Entwicklungsunterbrechung. Und deswegen ist es in einer Gesellschaft, deren Werte so eindeutig definiert sind, kaum möglich, ein Kind ergebnisoffen zu, erziehen ist das falsche Wort, zu begleiten. Wir können uns so gesehen gar nicht erlauben, dass wir unser Kind sein lassen können und wollen, wie es ist, weil wir ja möchten, dass es einen guten Schulabschluss hat, damit es gut studieren kann, damit es einen guten Job kriegt und so weiter und so weiter. Und das sind bereits Formen von Bindungs- und Entwicklungstraumatisierung. Das ist mir deshalb wichtig, weil es nicht immer ein alkoholisierter Vater sein muss, weil es nicht immer eine überforderte oder schlagende Mutter sein muss. Es kann ganz subtil abgehen. Mhm.
Das heißt quasi einerseits, man müsste grundlegend an der absoluten Basis des ganzen Miteinanders, der ganzen Gesellschaft etwas verändern, dass nicht ja sekündlich neue Traumata produziert werden. Und man müsste auch darüber aufklären, über diese Themen, über die wir jetzt noch gleich sprechen werden, dass die, dass viele Leute erstmal erfahren, dass sie eventuell traumatisiert sind und wie sie sich diesbezüglich helfen können. Ja, ganz genau. Und da machst du natürlich einen riesen Fass auf. Ja. Und in den letzten Jahren gibt es ja auch so viele auch gute und kluge und durchaus bekannte Stimmen, wie zum Beispiel die von Professor Gerald Hüther, der sagt, dass die Schule eine Institution ist, die das Lernen eigentlich jedem Menschen verdirbt oder zerstört. Das heißt, wenn du so sagst, man müsste die Gesellschaft vom Grund auf verändern, dann sind das glücklicherweise gar nicht mehr so Ideen von so ein paar durchgeknallten Spinnern, sondern das hat sich auf einer ziemlich breiten Ebene durchaus rumgesprochen, dass unser Gesellschaftssystem nicht so das Optimale ist, wenn es darum geht, die eigenen Potenziale und Talente in die Welt zu tragen. Nun ist es aber gleichzeitig auch nicht realistisch, dass man sagt, okay, ich kann meine Traumata erst dann heilen, wenn die Gesellschaft eine andere geworden ist. Das wäre auch ein bisschen ungünstig. Von daher würde ich immer gerne darauf hinweisen, dass es auf die innere Haltung ankommt. Und deshalb bevorzuge ich eine Technik, die gar keine Technik ist. Die heißt TRE. Und das bedeutet Trauma Release Exercise. Und das ist keine Technik, weil es ein Selbstheilungsreflex ist. Das ist ein Selbstheilungsreflex des Nervensystems von Säugern. Und wir Menschen haben den biologischen Unterbau von Säugern, haben also das gleiche autonome Nervensystem, was auch Hunde, Katze, Schafe, Kühe, Pferde und so weiter haben. Und dieser Selbstheilungsreflex besteht in einem Zittern. Und dieses Zittern gestattet es, gehaltene Ladung aus dem Körper rauszubringen. Und damit arbeite ich. Und wenn ich aber sage, dass ich damit arbeite, dann ist es auch nicht ganz richtig, weil ich biete das meinen Klienten an und die müssen das dann für sich tun. Also ich kann nicht für die zittern, aber ich kann ihnen zeigen, wie sie ins Zittern kommen. So, das sind so die gängigen Techniken eigentlich. Okay, und da die meisten Leute auch, mit denen du zu tun hast, sozusagen eher diese, also die Entwicklungs- und Bindungstraumata haben, wo ja sowieso so gut wie jeder betroffen ist, hast du ja am Anfang gesagt, arbeitest du quasi hauptsächlich mit dem TRE. Ja, genau. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr darüber ja, berichten, wenn jetzt jemand da Interesse hat, das auch mal auszuprobieren oder sich weiter damit zu beschäftigen? Ja. Was sollte man zum TRE unbedingt noch wissen? Welchen Fehler sollte man vielleicht nicht machen? Was sind noch weitere Vorteile davon? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil grundsätzlich würde ich sagen, ist TRE für alle Menschen ein Segen. Und das ist es auch, aber nicht jeder Mensch kann das alleine machen. Man kann es dann alleine machen, wenn man über eine gute Körperwahrnehmung verfügt, wenn man sich orientieren kann in Zeit und Raum, wenn man unterscheiden kann zwischen du und ich und wenn man einfach sich spüren kann. Es gibt Menschen, die sind in depressiven oder dissoziativen Prozessen. Das heißt, die Grenzen zwischen sich und der Welt und zwischen sich und anderen, die sind unklar. Die sind nicht immer sicher, wo sie anfangen, wo sie aufhören und was sie überhaupt wahrnehmen. Und auch solche Menschen können auf jeden Fall TRE machen. Aber da würde ich immer darum bitten, das nicht alleine zu tun, sondern sich einen TRE-Therapeuten zu suchen. Die Übung ist genau die gleiche, das Prinzip ist genau das gleiche, aber der Therapeut ist dann da und passt auf, dass man sich nicht überfordert. Und wenn ich sage überfordert, dann spielt das in dem Sinne eine Rolle, als durch das TRE Verschaltungen, also diese da, rausfliegen aus dem System. Und das ist für das Nervensystem, also es ist wunderbar, weil genau das möchte man haben. Dadurch entsteht wieder eine Regulierung. Aber dieses Herausfliegen bedeutet ja, dass da dann was fehlt. Und das heißt, der innebleibende Rest, der nicht rausgeflogen ist, der muss sich wie stabilisieren oder konsolidieren. Und wenn während des Stabilisierens weiter rausfliegt, dann kann das sehr leicht in eine Überforderung führen in Form von Überwältigung, von sich verlieren in Zeit und Raum und sich nicht mehr gut und auch nicht mehr heilend anfühlen. Und deshalb ist es wichtig, dass man diese Überforderungszeichen bemerkt, um dann eine Pause zu machen mit dem TRE und vielleicht ein oder zwei Tage nicht zu praktizieren, bis sich der ganze noch drinnen befindliche Nervensystemrest so weit stabilisiert hat, dass es weitergehen kann. Das wäre so eine Einschränkung.
Wenn so eine Überforderung eintritt, du hast ja gesagt, dann sollte man pausieren. Gibt es noch weitere Maßnahmen, die man ergreifen kann, außer das Pausieren, was man jetzt aktiv vielleicht noch machen kann? Es wäre sehr wichtig aus meiner Sicht, dass wenn man das Belastende rauszittert, dass man dafür sorgt, dass nicht gleich wieder neuer Mist, sage ich mal salopp, reinkommt. Das heißt, wenn man sich entschließt, eine Traumaarbeit zu beginnen, eine Traumaheilung für sich auf den Weg bringen zu wollen, dann wäre es wichtig, heilende Räume zu kreieren. Und das würde bedeuten, dass man einmal eine Praxis ins Leben ruft, in der man täglich oder so, wie es fürs System sich passend anfühlt, das neurogene Zittern macht. Und in der man gleichzeitig darauf achtet, dass nichts Verletzendes, nichts, was unangenehm berührt, nichts, was demütigt oder kränkt, wieder reinkommt. Weil sonst geht es nicht wirklich voran. Man könnte dann sagen, es wird auch nicht schlimmer, weil man ja Belastendes immer schön rauszittert, aber es geht trotzdem auch nicht voran. Das heißt, man bräuchte so eine Grundheilungszeit, weil bei den meisten Menschen, die ich beobachte, da ist es so, dass deutliche Veränderungen stattfinden innerhalb von 2 bis 3 Monaten. Also manchmal geht es schneller, manchmal dauert es auch ein bisschen länger. Aber so pauschal könnte man sagen, nach 2 bis 3 Monaten zeigen sich spürbare Veränderungen. Und wenn man für diese Zeit, 2 bis 3 Monate, sich diese heilenden Räume kreieren kann, dann kommt man einfach deutlich schneller voran, als wenn das nicht der Fall ist. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe da auch schon einige Erfahrungen gesammelt und konnte zum Beispiel vor allem am Anfang, als ich das gemacht habe, feststellen, dass einfach so, es hat sich so angefühlt, als wenn so eine riesige Last irgendwie abgefallen ist oder aus mir rausgekommen ist. Oder teilweise kamen auch mir die Tränen, was aber sich extrem angenehm angefühlt hat. Ja, genau. Es hat sich viel aufgelöst oder was so angestaut war, ist dann so, sage ich mal, ist dann wieder geflossen und konnte dann so, wie es da, wo es hin soll, sozusagen verarbeitet werden. Ja, genau. Ja, das hast du total schön beschrieben. Auch dieses Bild vom Fließen, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, weil auch das ist eine ganz plastische Definition von Trauma. Wenn man das, was wir an Wunden erlitten haben oder wenn wir uns unsere Traumatisierung als Gefrorenes vorstellen, als etwas, was in uns wie gefroren ist und was uns davon hindert oder daran hindert, in diesen Lebensfluss wieder einzutauchen, dann ist jeder zusätzliche Trigger, jede zusätzliche Kränkung und jede zusätzliche Verletzung kommt als Tropfen auf etwas Gefrorenes drauf. Das heißt, das wird immer dicker, dieser Brocken. Es kann nicht mehr fließen. Und durch das TRE wird es wie in Abschmelzung gebracht, so dass dann irgendwann, wenn das Nervensystem wieder reguliert ist, ein jeder zukünftige Triggertropfen in unseren Bewältigungsfluss reinkommt. Und dann können wir ihn managen und können ihn handeln und können ihn halten. Ja. Okay. Und kann man auch, also man kann zu viel TRE machen, wenn es quasi einen überlastet sozusagen. Mhm. Wenn dies nicht der Fall ist, also wenn man nicht diese Überwältigung danach hat, gibt es dann irgendwie sowas wie eine Dosierung, wo du sagst, man kann es täglich machen, man sollte es vielleicht nur ein paar Mal die Woche machen, man sollte auch zwischendurch mal Pausen machen, um zu gucken, ob sich was verändert. Was ist da deine Erfahrung? Also als Faustregel würde ich immer sagen, man kann zittern so lange und so oft, wie man möchte. 4-mal am Tag, 5-mal am Tag, 2-mal in der Woche. Es muss sich immer gut anfühlen. Also zittern, solange man will, aber es muss sich gut anfühlen. Und wenn es aufhört, sich gut anzufühlen, wenn man irgendein Überlastungssymptom bekommt, zum Beispiel Druck auf dem Solarplexus oder einen Kopfschmerz, den man vorher nicht hatte, irgendeine Übelkeit, dann wüsste man, okay, jetzt Pause, jetzt muss mein Körper sich erstmal stabilisieren. Und dann ist es irgendwann ja auch so, dass diese Altlasten abgetragen sind. Und das merkt man zum Beispiel dann daran, dass es nicht mehr zittert. Wobei, da muss man aufpassen, weil es gibt ja unterschiedliche Phasen und es kann durchaus sein, dass es mal eine Woche lang nicht zittert, was aber nicht automatisch heißt, dass das Nervensystem jetzt schon in der Regulation ist. Es kann auch einfach nur bedeuten, dass man außen gerade so viel Stress ist, dass mein Nervensystem das Zittern gar nicht freigibt, weil es zu sehr in der Anspannung ist. Oder es kann auch heißen, dass da noch Konsolidierungsarbeiten stattfinden müssen und erneutes Zittern einfach zu anstrengend ist.
Na, aber so grundsätzlich kann man sagen, dass wenn keine Ladung gehalten wird, also Ladung im Sinne von Stress und Not und Pein, dann zittert auch nichts mehr. Und dann würde man das so als Tagesdosis gewissermaßen seinem Körper anbieten, wobei da das super Interessante ist, dass der Körper das dann teilweise schon von alleine macht. Das heißt, wenn eine stresshafte Situation, also angenommen durch deinen schönen Aufnahmeraum würde jetzt ein Mammut fetzen, dann würdest du wahrscheinlich erstarren in der Hoffnung, dass das Mammut dich nicht sieht und du solche Art mit dem Leben davonkommst. Und wenn das Mammut wieder rausgewalzt wäre, dann würde dein Körper von alleine zu zittern anfangen, um dir diesen Schock aus dem System zu bringen. Und wenn man entsprechend lange gezittert hat, um das Nervensystem in die Regulation zu bringen, dann bietet der Körper bei den aktuellen reinkommenden Triggern von ganz alleine das Zittern an. Das braucht man dann gar nicht mehr als eine Praxis, somit lege ich mich jetzt hin und zitter. Das geht dann von ganz alleine. Das heißt quasi, dieses Zittern kann einen dann schon lebenslang begleiten, beziehungsweise man kann es lebenlang nutzen, einmal, um vielleicht vor allem am Anfang in immer tiefere Schichten reinzukommen, ja, sozusagen, was sich alles da aufgestaut hat oder verschaltet hat, sozusagen. Genau. Und dann auch, um neue Ereignisse, du hast gerade mit dem Mammut das Beispiel gesagt, damit es dazu kommt, dass diese gar nicht so eine negative oder einen langfristigen negativen Effekt haben, sondern dass man das gleich auflösen kann. Richtig, ganz genau. Und okay. Was ich auch noch sehr bemerkenswert finde, weil auf diese Parallele kommt man nicht automatisch, an den Verschaltungen hängen Glaubenssätze dran. Hm. Und das ist eigentlich ganz leicht zu verstehen. Also jetzt ein banales Beispiel, du kommst als kleiner Junge in die Küche gelaufen, möchtest deiner Mutter ein ganz tolles Bild zeigen und bist auch sehr freudig und willst, dass sie sich auch freut. Und sie guckt gerade zwischen Kochtopf und Bratpfanne und sagt irgendwie mürrisch, die Sonne ist doch nicht grün. So, und dann fällt bei dir alles zusammen, weil die ganze Mühe und die Freude und so, das heißt, du hast da jetzt eine Verletzung gerade empfangen und hast dann vielleicht noch, sagt sie noch, du wirst nie zeichnen können. Und so entsteht dann der Glaubenssatz, ich kann nicht zeichnen. Das heißt, auf diese emotionale Ansprache gibt es eine physische Verschaltung. Und wenn du diese Verschaltung rauszitterst, dann geht der entsprechende Glaubenssatz auch mit raus. Und das ist natürlich zutiefst segensreich, weil alle Menschen, die sich mit einer Selbstwertproblematik quälen, mit Gefühlen nicht gut genug zu sein, es gibt so viele entsetzlich belastende Glaubenssätze oder man könnte fast schon sagen Glaubenssysteme, weil ja an einem Glaubenssatz dann wieder andere Glaubenssätze hängen. Und die immer versucht haben, das durch Affirmationen oder neue, günstigere Sätze auszutauschen, immer erlebt haben, dass das nicht funktioniert, auch die haben mit dem TRE eine ganz tiefe Befriedung ihres Körperwesens, weil die Glaubenssätze mit den Verschaltungen sich verabschieden können. Und dass sich das grandios anfühlt, das ist natürlich, kann man sich leicht vorstellen.